Willkommen zu Nightstop. Und ich glaube, einige von euch werden es kennen. Man ist nachts unterwegs, man ist müde, man steigt aus, beispielsweise an einer Tankstelle, holt sich noch irgendwas Koffeinhaltiges oder was zu snacken und fährt weiter. Genau das werden wir heute höchstwahrscheinlich auch tun. Beziehungsweise interpretiere ich Nightstop so. Falls euch das Video und das Game gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Natürlich auch über ein Abo. Und falls ihr weitere Games habt, die ich spielen soll, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Auch immer so ein bisschen Beschreibung dazu und im Idealfall die Spiellänge. Das wäre noch besser, dann kann ich es besser einordnen. Müsst ihr aber nicht, würde mich aber sehr freuen. Und ich würde sagen, wir gehen rein. So, dieses Game hat keine Speicherung. Features and is meant to be played is on sitting. Okay, dann, wir können nicht speichern. Und das bedeutet, wir müssen es an einem Stück durchspielen. Also wir können jetzt nicht dann aufstehen und ja, kriegen wir schon hin. Wahrscheinlich haben sich ja schon Leute beschwert. Okay. Also jedes Jahr gehen Tausende von Menschen, werden vermisst in Amerika, in den Wäldern oder halt auf den langen Roads, auf den langen Strecken. Manche verschwinden ohne jegliche Spur. Und es gibt auch, von manchen findet man aber auch quasi Remains, also Rucksack oder was es sonst so gibt. So, South Indiana. So, okay, sieht ja richtig fesch aus. Oh. Nur noch eine Stunde zu, noch eine Stunde. Ich kann bis, ja, sehr gut, bisschen was trinken. Wetten, ich trinke so viel, dass ich pinkeln muss. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Should finally be escaping audit. Ich sollte eigentlich jetzt endlich mal raus sein aus diesem Kornfeld. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe gar keine Lust, nachts auszusteigen. Irgendwo und pinkeln zu gehen. Ich finde es immer gruselig. Ich gehe auch immer nur an Tankstellen, die beleuchtet sind. Und wo die Toiletten in der Tankstelle sind und nicht außerhalb. So, one of these days the bridge is going to fall out. Okay, eines Tages wird diese Brücke in sich zusammenfallen und alle umbringen. Oder jemanden umbringen. Ich trinke mal ein bisschen was. Ich muss irgendwann total pinkeln. Sollte nicht so oft da hinschauen, ne? Ich konzentriere mich mal auf die Road. Oh nein, das Radio. Oh oh. Radio? Oh, da kommt jemand entgegen. Alles gut, alles gut. Ist noch Verkehr und wetten, wir halten jetzt hier, weil ich pinkeln muss. Vielleicht sollte ich nicht, ich habe, glaube ich, alles ausgetrunken. Oh, das ist komisch. Ich erinnere mich nicht, dass hier eine Tankstelle war. Hm, dann sollte man da vielleicht auch nicht anhalten. Wir tun es trotzdem. Okay, was gibt es sonst Schöneres? Let's do this. Kostet ja nur eine Miete im Monat, der Tank. Okay. It's getting kind of... Ist also quasi, mein Tank geht leer. Okay, dann gehen wir mal raus. Was ist das eigentlich für eine Musik? Kommt die aus meinem Auto? Ich durchsuche mal hier so ein bisschen was. Gibt es hier noch was? Tank kann ich nicht sehen. Okay, diese, dieser Benzin... Das ist also quasi dieser Benzinbehälter oder Gas, diese Gasstation sieht alt aus. Diese Zapfanlage. Aber das sollte ja trotzdem funktionieren, oder? K. Ich sollte jetzt noch nicht gehen. Okay. Das heißt, ich tanke jetzt nicht. Das war doch eigentlich mein Ziel. Oder hatte das schon getan? An der Zapfsäule. Okay, dann. Ich glaube, die Musik kommt aus meinem Auto. Wir gehen jetzt mal hier rein. I got a bad feeling. I got a bad, bad, bad feeling. Ah, die kommt doch hierher, die Musik. Sieht so aus, als wäre niemand hier. Die müssen sich hinten befinden. Ich muss die Toilette finden. Achso, die haben mir die Toilette quasi hingelegt. Die Tür ist versperrt. Deswegen, also wenn, dann gehe ich echt immer nachts in den Tankstellen auf Toiletten und nie irgendwo außerhalb. Okay, da ist wahrscheinlich der Restroom, oder? Yay. Oh mein Gott. Schon mal sehr einladend. Aufs Klo, Pippi. Yay, der Mittelstrahl ist heute sehr aktiv. Und er kommt aus dem Nirgendwo. Aus dem Nichts. Oh nein. Scheiße. Wortwörtlich. Ey, wie viel pinkelt der denn? Ich wusste, dass der pinkeln muss, weil er so viel trinkt. Darum ging es nämlich. Hände waschen, Kollege. Oh Gott. Da liegt was. Eine Kassette.
Und wo stopfe ich die jetzt? Oh mein Gott, was ist das? Gruselig. Ich glaube, es ist Zeit, Angst zu haben, oder? Ach ja, wo kommt der denn her? Ice cold. Ah, okay, jetzt spiele ich. Oh Gott, hier ist ja Blut. What? Bin ich der Killer? Ja, la. Ach ja. Da hat die Erdbeerwoche wieder eingetroffen. Oder ist eingetroffen. So, Bucket. Rein da tunken. Ja, sehr schön. Und weiter. La. Wir lassen die Probleme einfach mal Probleme sein und spülen sie weg. Dieses ekliges Wasser wird doch immer dunkler. Und das Letzte. So schnell geht das alles weg. Das macht so Spaß weg mit dem Dreck. Ach ja. So viel Blutflecken. So ein kleines Malheur. Wunderbar. La. Ach, herrje. Oh, jetzt bin ich wieder. Ach, das ist immer noch der Killer. Beobachtet der jemand? Oh mein Gott. Hört er gar nicht auf hier. Oh, ich muss jetzt noch mehr Blut wegmachen. Wo kommt denn das alles her? Naja, ich stelle keine Fragen. Ich mache nur meinen Job. Das ist das Beste, was man machen kann. Ich weiß zwar nicht, wen ich hier abgeschlachtet habe, aber es scheint blutig gewesen zu sein. Okay. Dann machen wir mal das hier. Oh yeah. Let's go. Sogar die an die Scheibe, also. Also spätestens jetzt wäre ich schon längst gegangen. Also ich würde mir jetzt diesen Film nicht mehr anschauen. Ich würde abhauen und da nicht zuschauen. So. Blitzeblitzeblank, würde ich sagen. Und noch mehr Blut, oder? Ich höre irgendwo einen Fernseher. Oder irgendwelche komischen Geräusche. Die kommen von draußen, oder? Ah, nee, da hinten. Das ist ja so gruselig, dieses Zeichen. Kommt denn das Geräusch her? Glaube, ich sollte es ignorieren und weiter putzen. Ich glaube, das will mir diese böse aussehende Figur an der Wand sagen. Ey, wie viel Blut ist denn das? Kann es sein, dass das jeden Tag ein neuer Tag ist? Es sind all die Opfer, die hier verschwunden sind. Die Leute, die hier quasi tanken wollten. Dass jeder Einzelne, der hier tankt, stirbt und ich mache jedes Mal wieder alles sauber. Könnte es sein, dass dies so ist? Und hier ist noch die Toilette, ne? Oh Gott. Kann es nicht cleanen. Okay, ich muss, glaube ich, einen Schlüssel finden. Oh, hier kann ich auch cleanen. Warum? Ach, wahrscheinlich das von der Wand weg, oder? Was passiert hier? Ja, okay. Oh Gott. Oh. I. Oh, I don't like it. Mag das nicht. Muss ich pinkeln? Was passiert hier denn? Ich will hier raus. Ich will hier raus! Da kommt jemand. Also spätestens jetzt sollte man gehen. So, August 15. 1985. 1:39 Uhr. Die Morde passieren immer morgens. Oh je. Was ist da drin? Hört sich an wie so der Eingang von so einem Darm. Okay, und das hab ich. Oh mein Gott, die Tür geht jetzt auf. Wäre es möglich, auch einfach zu sagen, ich gehe? Ist das möglich? Einfach zu sagen, ich gehe raus, nach Haus? Warum kann man, wie ist man dann noch neugierig? Warum ist das immer so?
Ah, hier gibt es gar keinen Ausgang mehr, ne? Das hat sich jetzt verändert, oder? Aber eigentlich müsste doch der Ausgang hier sein. Lass mich raus, es gibt keinen Ausgang mehr. Das hat sich alles verändert. Okay. Oh Gott, was ist das? Pick up Camcorder. Oh nein. Bitte nicht. Ich will hier nichts filmen. Ich will eigentlich nur nach Hause. Ach so, deswegen. Der lässt seine Opfer alles filmen. Okay, es gibt wirklich keinen Ausgang. Der lässt seine Opfer alles filmen. Und dann hat er die Filme und zieht die sich immer wieder rein. Sehr pervers. Okay. Padlock? Oh Gott, ich will nicht. Oh Gott, nein. So. Searching, also die Suche geht weiter. 5 Vermisste. Frauen. August. 3 Uhr. Delivery. 3 Uhr morgens. Announcement. Ich kann es nicht lesen, ist zu verschwommen. Okay, wir haben jetzt aber 6 Uhr morgens. Das heißt, ich habe noch Zeit. Hier kann man sich einchecken, dass man gekommen ist. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss mich da durchquetschen. Warum tue ich das? Warum tue ich das? Oh nein, ich höre was. Da steht doch jemand, oder? Oh Gott, die Tür ist ganz dick verschlossen und ich glaube, das ist auch gut so. Oh nein, ich höre nur Leute rumheulen. Kann ich auch crouchen? Geh mal hier lang. Ich glaube, hier ist irgendwas, was ich brauche, um weiterzukommen. Rennen kann ich nicht. Weiß ich, ob ich das gut finde? Also alle die Augen, die dich anschauen. Okay. Ist schon okay. Ich glaube, das Rote da ist irgendwie gut. Kriechen ist immer gut. Kriechen ist immer gut. Ist das so eine Art Tutorial, weil ich das nachher brauche? Ein Seil. Ein Hammer. Und, Spritzen. Und eine Werkbank. Und ich habe... Sehr gut. Ich habe was zum Ketten durchschneiden. Was eigentlich nicht so gut ist, weil... Wir wissen, wo wir damit rein müssen. Genau da. Um Gottes Willen. Genau. Genau dann, wenn ich es nicht sehen kann, ne? Ist ja immer wieder typisch. Could it be that you're joking with me? Oh Gott. Warum drehe ich mich denn nicht um? Warum drehst du dich nicht um? Ich halte nie wieder an, Leute. Nächstes Mal pinkel ich in den Becher. Sowieso das Beste, was man machen kann. Ah, okay, die Tür ist offen. Hier haben wir das. Ich glaube, ich kann hier sowieso nur die Kette durchschneiden, weil da ist ja noch ein Schloss dran. Bedeutet. Ja. Ich kann hier eh noch nichts machen. Aber hier. In die Tür. Wo irgendjemand langgerannt ist. Hallo? Oh, da ist ja jemand vermisst gewesen. Verschiedene Tode. In einer... Oh mein Gott. Mehrere Tote in einer Tankstelle. Hm, welche könnte das wohl sein? Deswegen auch diese komischen schwarzen Flocken. Oh. Off your limbs. Also ich reiß deine Gliedmaßen raus und schlucke deine Augen. To build it's um seinem verdrehten Körper nachzubauen. Ihhh. Muss ich immer alles... Ah, das ist der Eimer. Hier ist die Person, die hier auch die ganze Sachen immer weggewischt. Weiß ja nicht. Muss das? Gucken wir mal, ob wir die Tür hinten aufkriegen. Da war noch eine mit Auge. Die Tür macht Auge. So. Ich bin ganz vorsichtig und langsam am Laufen. Ich filme auch alles ganz fleißig. Es wird ein neuer Vlog. Der kommt am Sonntag. Okay, kann ich jetzt gehen? Oh, da war ja was. Kann ich das vielleicht mit dem Padlock kaputt machen?
Zwick. Zwick. Mutig. So ein Eis. Oh Gott, das ist der Gefrierschrank. Ich wusste es. Oh nein. Oh Gott, wie kann man denn so auf dieses Ding zugehen? Um Jottes Willen. Um Gottes Willen. Das sieht nicht gut aus. Da hat's eine Kiste. Oh Gott, die vibriert. Ich habe Angst, sie aufsteht. Oh, muss ich jetzt die richtige Kiste öffnen, oder wie? Oh oh. Oh oh. Sie ist... Ah! Ih, sie guckt mich ja an. Um Gottes Willen, ist es gruselig. Das ist wirklich sehr gruselig. Oh oh. Leave me alone. Um Gottes Willen. Was sind ihre Augen? Girl, so weh tut's doch gar nicht. Okay, ich geh. Ich hau ab. Um Gottes Willen. Die macht kein Auge mehr. Oh Gott. Ich glaube, das wird mir jetzt auch noch... Das wird mir auch noch blühen. Ich will gehen. Kann es sein, dass ich die Augen nehmen muss, um in diese Tür reinzukommen? Aber ich konnte die nicht nehmen. Oder irgendwas. Oh nein, die geht auf. Oh Gott. So das Gefühl, das wird da gleich was auf mich zukommen. Da knuspert was. Da knurrt mich was an. Oh nein, was ist denn da? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Könnte es sein, dass wir der Killer sind und jetzt oder das machen müssen, was der Killer gesagt hat? Dass wir jetzt ihre Körperteile abmachen? Ich komme nicht raus. Wir haben jetzt ja die Augen. Als nächstes kommen die... Nein. Oh. Ja, dachte ich mir doch schon fast. Blöd. Das war ich. Ich spiele den Killer, oder? Oder sind die ganzen Tapes, ne? Sammel die mal alle ein. Tape, Tape, Tape. Und stopf die alle rein. Aber nur zwei Händchen. Deswegen kann man auch dementsprechend wenig nehmen. Ach so, wahrscheinlich ist es schon die richtige Reihenfolge hier, ne? Mist. Kann ich die wieder zurücklegen? Oh no. Ich glaube, ich muss das richtig nachbauen. Kommt das nämlich oben hin. Und das kommt unten hin. Das kommt hier hin. Das ist irgendwie so ein Herz. Was ist das? Ihhh. Was zur Hölle? Ist aber cool gemacht. Okay, kotzende Fernseher. Das wird mir alles zu real. Ich glaube, ich kann jetzt hier durch. Ja, das ist alles offen. Will ich das überhaupt? Oh je, das sieht aus. Als müsste ich mich gleich verstecken, oder? Oh je, das sieht aus, müsste ich mich gleich verstecken, oder? Oh Gott. Die Lichter gehen aus. Oh, ich weiß nicht, ob ich schnell sein muss oder ob ich mich verstecken muss. Ich habe keine Ahnung. Da passiert doch jetzt gleich noch irgendwas Ätzendes.
Oh je. Bin ich die Dunkelheit? Ich glaube, ich bin der Killer. Ich weiß es noch nicht. Lauf doch schneller, Mann! Alles. Oh oh. Oh, es ist eklig. In dieser Tür werden wir wahrscheinlich noch diesen Körper irgendwie verdrehen, wie wir es gesagt haben. Oh nein. Was mache ich jetzt? Oh nein. Ich will nicht noch weiter runter. Ich will nicht noch weiter runter. Ich finde das jetzt schon so scheußlich. Oh Gott. Hello? It's me. Oh Gott. Oh nein. I. Ach so, I. Der hat das irgendeinen Menschen aus verschiedenen Körperteilen zusammengebastelt. Und das ist das Ergebnis. Das ekelhafte Ergebnis. Und dann hat er etwas Neues geschaffen. Die Füße, alles ist neu. Ein neuer Mensch aus ganz vielen Körperteilen. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann sogar ranzoomen. Kann ich wieder gehen? Können wir einfach so tun, als hätte ich das nie gesehen? Ist das, was ihr wollt? Immer nach oben? Ich weiß nicht, ob ich nach unten oder nach oben gehe. Ich glaube, ich komme nicht mehr zurück, oder? Was, bin ich sehend oder auch nicht? Oh, der Raum hat sich tatsächlich verändert. Nee. It's the same. Ich muss da unten irgendwas tun. Aber ich weiß nicht was. Ranzoomen wahrscheinlich. Muss ich die Augen anschauen, oder? Ich kann ja gerade. Konnte ich schon die ganze Zeit ranzoomen? Ich weiß es nicht. Wir gucken es uns gleich mal an, aber es ist auf jeden Fall abartig. Liegt da irgendwas auf dem Boden? Ah, da oben? Oh, das ist gruselig. What should I do? What should I do? Ich kann da nicht nach hinten. Ich glaube, ach, da liegt doch irgendwas, oder? Ah, jetzt. Oh mein Gott, ich habe die Hacke gegeben. Oh nein. Oh nein. Ah! Nein, tu's nicht, Girl! Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Das ist schrecklich. Jetzt bin ich auch tot, ne? Jetzt bin ich weg. Ja, jetzt kommt der nächste, ne? Oh mein Gott, Nightstopper Game by Johnny's Game. Und jetzt kommt der nächste. Und die Moral von der Geschichte, pisse muss man oder nicht. Ein Rat von mir, wenn ihr nachts unterwegs seid und pinkeln müsst, geht immer in der Tankstelle pinkeln. Vor allem nach dem Game. Nein, aber ich meine, geht nicht irgendwo draußen hin oder sonst irgendwo, wo ihr alleine draußen in der Dunkelheit seid. Glaubt mir einfach, geht immer in der Tanke, dass der Tankwart, Tankwärtin euch sieht. Und wenn ihr euch unwohl fühlt, sagt es denen. Ja. Das war Nightstop. Werde ich nie wieder tun. Ich pinkel künftig in den Becher, ist mir wurscht. Falls ihr weitere solche Games kennt, empfehlt sie mir gerne. Über einen Daumen nach oben würde ich mich wie immer freuen. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Und vergesst das Abo nicht. Und jetzt raus!